Herzlich willkommen zum vollen Dutzend von Master of the Dice. Wir sind jetzt in der 12. Episode. Wir freuen uns sehr, dass wir so weit gekommen sind. Hier auf TV Berlin und auf YouTube. Und die Stimmung ist sehr gut in der Gruppe, denn sie hat es geschafft, in der letzten Episode den Juan T. zu Fall zu bringen. In einer konzertierten Aktion. Es war auf Messers Schneide. Die haben auch ordentlich kassiert. Farah hat schwere kritische Treffer kassiert, auch Turi schwere kritische Treffer kassiert, aber sie stehen noch im Gegensatz zu dem Feind, der sich hier aufgetürmt hat. Und schauen wir mal, was die Spieler, die Abenteurer jetzt vorhaben, weil sie wissen ja, dass hinter der Tür auch etwas lauert. Jedenfalls war es vor einigen Runden noch der Fall. Was macht ihr? Mein fesselnder Schlag wird noch diese Leiche verschandeln, wie heißt das? Verschandeln. Der klappt, richtig. Also wie gesagt, du hast ja schon den Treffer gelandet und sie wirkt auf die Kreatur, auf den Quarantin, deshalb kippte sie ja auch leblos um. Du hast ihr den nicht nur einen fesselnden, sondern den letzten vernichtenden Schlag in der letzten Episode gegeben. Und ich liebe das so. Ja, genau. Und wir haben mehrere schwer Verletzte. Ja. Vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen. Turi, du hast es jetzt natürlich in mutiger Manier geschafft, deinen fesselnden Schlag auszulösen. Und dein Dolch ist geflogen. Aber du bist auch schwer verletzt. Genauso wie deine Gefährtin Farah, die wirklich, du siehst, also ihr könnt jetzt dann sehen, die hochkommen. Ja. Sehen, dass hier ein großer Teil ihres Nackens, ihres schönen Nackens rausgerissen worden ist von diesem brutalen Wesen. Und fast in ähnlicher, nur noch schlimmerer Pose liegt dein Adler darum. Hat sich selber das Genick gebrochen oder sieht jedenfalls so aus. Ihr habt also schon sehr viele Verluste und Opfer zu beklagen. Das solltet ihr aber jetzt nicht übersehen. Eine Runde heilen. Also. Nino! Komm schnell! Also ich würde am liebsten jetzt mich direkt selber heilen mit meinem Inspiring Touch. Einen inspirierenden Touch. Weil das gibt mir 25 Trefferpunkte Heiltes. Gut, das kannst du schon mal machen. Also wir machen jetzt auch keine Initiative noch nicht würfeln. Das heißt, du konzentrierst dich auf dich selbst. Und inspirierst dich selbst. Muss manchmal sein. Komm, du hast mich. Was machen die anderen? Ich würde zu der Tür rennen und das Schlüsselloch gucken, um zu gucken, dass. Genau, du kannst jetzt wieder hoch, weil sie ist. Ich bin wieder da, leider. Wie geht's dir? Gar keine Angst gehabt. Ich weiß gar nicht, was los war. Sie ist tot. Naja, easy, hätte ich auch geschafft. Keine Angst mehr. Ja, kein Ding, Leute, ne? Okay, danke. Du guckst halt. Ich guck zum Schlüsselloch. Durch Schlüsselloch. Da ist das Schlüsselloch. Du guckst durchs Schlüsselloch. Also Mira guckt durchs Schlüsselloch und du siehst immer noch diese Gestalt. Das kannst du, was Turi ja vorhin gesehen hat und beschrieben hat. Du siehst eine große, muskulöse Männergestalt, aber der Kopf ist nicht männlich, sondern der ist schlangenartig, echsenartig. Aber die ist immer noch abgelenkt, die ist nicht durch den Krach aufmerksam geworden. Doch, also hat schon Schwertes gezückt. Man hat den Eindruck, oder du hast den Eindruck, dass sie sehr wachsam ist, aber sie hält sich insbesondere vor dem Bereich auf, wo der Vater von Farah abgestellt worden ist. Plan. Nee, Tür auf, Feuerwehr. Nein, Moment. Jetzt optimal. Ich würde vorschlagen, ich kann so ein Trugbild machen, das kann ich auf die andere Seite vom Verlies machen, wenn ich das sehe. Dann kann ich da zum Beispiel einen großen Bären oder so, dann denken die auf den Bären und ihr habt Zeit, euch zu heilen.
Und ist abgelenkt von uns. Du kannst auch dich aber selber hinten attackieren. Aber noch greift er nicht an oder so, oder? Nö, aber dann würde es da hinlaufen und ihr könnt ihn hinten attackieren. Und ihr könnt euch erstmal heilen in der Zeit, die ist abgelenkt. Oder wir heilen uns, weil der greift und dann kommt das und dann... Ja, also erstmal die Heilung. Ja, aber der greift ja jetzt gleich an. Der hat doch schon das Schwert. Nee. Obwohl, der Kampf war ja jetzt bestimmt nicht leise, oder? Ja, nein, der war nicht leise. Er ist sehr wachsam, steht mit seinem Schwert da und ist fokussiert auf die geschlossene Tür. Er scheint nicht durch die Tür zu kommen. Also. Ja, oder will er das nicht verlassen, was er... Ja, wir? Ja, okay, dann halt euch erstmal. Genau, du guckst so lange, ob er denn kommt. Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich halte Ausschau, oder? Wahrscheinlich nicht. Wer ist auch verwundet? Ich würde mich gerne selber heilen. Genau. Also Farah, du bist wieder jetzt bei Max, fast bei Maximus, fehlt dir nur ein Punkt. Ja. 25 sind 40. Von Leben, weißt du? Ja. Was machst du? Wie ist es denn? Wächst es dann jetzt wieder zu? Nee, die Wunde bleibt erstmal so. Also nee, bleibt nicht so, aber die, man merkt natürlich schon, geht so Schritt für Schritt, nicht innerhalb von ein paar Sekunden. Aber erstmal wird die Wunde gestillt und dann durch auch deine, majestätische Energie, die du da einwirkst, schaffst du auch die Wunde, neben dem, dass die Wunde gestillt wird, auch wieder neues Fleisch zu kreieren, sodass die Wunde komplett heilen kann. Aber der Narbe wird erstmal ja. Das ist deine größte Sorge. Erstmal ja. Aber schauen wir mal, was passiert. Ich will sie behalten, damit man sieht, was ich schon, also ich kämpfe. Angeber. Also jetzt so. Sie ist jetzt auf jeden Fall noch sichtbar, die Wunde. Es dauert eine Weile, ne? Okay, aber die Lebenspunkte kriegst du zurück. Und wie ist es optisch, wann es sich dann wieder zurückbildet, es dauert weichen. Ach, egal. Gut, Mira hat ja was gesehen. Hast du die anderen informiert darüber? Nö, natürlich nicht. Gut, was machen die anderen? Ich würde mich jetzt mal selber darauf hin, was Mira euch gesagt hat. Ich frage Mira, was hast du da gesehen? Ja, willst du das unbedingt wissen? Die, also da ist immer noch... Das ein Playboy naked. Genau. Ich will den Anblick für mich behalten. Schrecklicher Kopf. Nee, der ist immer noch... der steht vor dem Verlies von dem Vater, und wo der Vater und Katara drin sind. Und er ist wachsam, aber er greift das noch nicht an. Also... Hopp, Leute. Ja, los, halt. Halt den Vogel. Wieder fit. Wer ist noch verletzt? Du. Die Schlange, ich halte die Schlange, nein, Spaß. Alle greifen Ara an. Macht Twins. Ihr braucht jemand irgendwie meine Hilfe? Bist du dich selber verletzt? Ja, okay, ich halte dich. Aber ich gehe nochmal zur Schlange, ich will sie treten und sie auch als Missgeburt bezeichnen. Und dann halt. Okay. Ich will mal so einen Kick so. Ja. Oh. Vielleicht könnten wir ihre Waffen nehmen. Vielleicht sind die. Besser, also weil, vielleicht hat es auch dieses Gift oder sowas. Du kannst erstmal den Dolch holen. Wir können es bestimmt so ein bisschen Gift von ihr abzapfen in so eine leere Fiole. Ja, genau, du hast eine Fiole in deinem Rucksack. Du hast safe eine Fiole dabei. Ja, ja. Stimmt, ich hab das als Kraft, an den also Zahn. Gift aber dann haben wir auch Gift. Ja, er kann an den Zahn der Schlange so halten. Okay. Können wir probieren. Ob wir mal zu viel wie beim Bier vom Fass. Wie so ein Zapfhahn. Zahn der Schlange abzufüllen. Und ich breche einen raus und mache ihn mir als Kette. Okay, gut. Dann gibt es einen abfüllen kannst du jetzt so nicht. Du müsstest schon irgendwie versuchen, ihn rauszureißen. So, da ist jetzt kein Knopfdruck, dass da was kommt. Du bist so eine Kuh beim Melken. Aber sozusagen ein bisschen drücken. Nee, das funktioniert so nicht. Jedenfalls kommt da nichts raus. Okay, dann nehme ich einen Dolch und. Okay, ihr beide macht das, ja? Dann ist die Trimmer ein 20er. Beide da rein. Okay, Moment, du trittst dagegen. Ich trete dagegen. Oder machst du es auch? Nein, ich wollte ihn auch rausbrechen. Gut, hast deinen Dolch erstmal rausgezogen aus dem. Achso, ja, den habe ich wieder zurück, ja. Gut, dann macht ihr mal bitte beide einen 20er, genau, auf Geschicklichkeit. Könnt euer Geschicklichkeitsmodifikator addieren. Wie die Zahl sagen, bitte. Oh, ich habe natürliche 20. Ah, verschenkt. Krass. 22, okay, seid beide sehr geschickt. Anscheinend habt ihr irgendwie eine Ausbildung als Zahnarzt gemacht. Oder Kieferorthopäde. Und schafft es wirklich beide sehr, ohne große Probleme, einen Zahn rauszudrücken, rauszubrechen. Also habt ihr jeweils einen spitzen Schlangen- und so einen Huan-Ti-Zahn. Sehen wir da was? Also ist da drin irgendeine Flüssigkeit oder so? Nichts? Nee. Wenn man dahinter so ein bisschen bohrt mit dem Deutsch, die Giftdrüse. Wo sind die Giftdrüsen bei den Schlangen? Nee, man kann auch Schlangen melken, wenn man so den drückt. Ja, drücken, ne? Dann ja, so, ne?
Aber ja, wir drücken vor allem mal die große Schlange. Aber nicht im Zahn, dann müsst ihr weiter. Also, muss eigentlich irgendwo die Drüse sein, von der das Gift kommt. Ja, stich einmal mal drauf ein. Er ist gerohrt geblieben. Also ihr müsst das Maul richtig aufmachen und dann genauer analysieren, ob ihr da was findet. Da passt doch rein, oder? Das macht ihr, ja. Und siehst du die Drüse? Nein, okay, dann würfelt ihr nochmal 20er Wahrnehmung. Habt ihr es also analysiert? Oder nee, lieber Heilkunde, ihr Heilkunde. Macht mal Heilkunde. Oh, Naturkunde. 20. Oh, nochmal. Heilkunde oben. Aber Weisheit. Ah, okay. Ich habe natürlich eins. Okay, du bist da nicht so versiert. Das ist auch eklig, ganz schön Mundgeruch. Aber ich habe den Zahn, ne? Den Zahn hast du, aber mehr willst du nicht weiter da rumbohren. Das ist unangenehm. Aber Leute, starten bitte auf. Hat so seine Forscherneigung entdeckt und spielt da weiter rum, beziehungsweise arbeitet da weiter rum und tatsächlich schaffst du es dann weiter hinten, so im hinteren Bereich des Rachens, des Maules, Drüse zu finden und ja, stehst du da rein? Nee, ich versuche sie rauszuschneiden. Okay, du hast jetzt im Weg, aber jetzt müsstest du noch mal gucken, ob du das geschickt genug machst oder dich nicht selber mit Gift bespritzt. Okay. Er brennt. 18. Ja, okay, du bist ja fingerfertig und schaffst es, die Drüse da rauszuschneiden. Mhm. Gut. Ist noch gut gefüllt. Okay. Dann nehme ich eine Fiole und ziehe mir vorher noch irgendwie einen Handschuh an. Und dann hast du denn noch eine leere Fiole? Habt ihr noch eine leere Fiole? Ja. Ihr seid ja Pfandhaus, ja, Pfandflaschen sammeln. Wir haben alle. Da ist alles in der Tasche. Na, okay, gut. Na, ihr habt ja schon ein paar Heiltränke ausgetrunken. Ja, in die Fiole. In die Tasche. Die ganze Aktion dauert so 3-4 Runden. Dauert das schon. Ja, so kann ich sagen. 5-6 Runden auf jeden Fall. Deine Inspektion, dass du es findest und dass du es machst. Währenddessen, was machen die anderen? Du hast, glaube ich, Turi heilen wollen, ne? Ja. Machst du Runden heilen, den Spruch wieder? Genau. Okay, dann zieh mir mal einen Achter. Bitte. Oh, 8. Gut, sehr schön. Nice. Ja. Krieg ich 8? Aber ja, du hast jetzt. Bist knapp über der Hälfte deiner Trefferpunkte. Ich habe 24 gehabt. Nee, du hast nicht 24, du hast 14 noch. Upala. Das ist geschlecht. Ich kann das auch machen, aber ich würde es auch nochmal nehmen, so ist nicht. Okay. Ich probiere es auch. Mit dem Achter. Eine 3. Okay, das ist dann nochmal 8. Bei wie viel ist er jetzt? Jetzt hast du nur minus 15. Soll ich nochmal ran? Aber schön die Zaubersprüche abziehen, ne? Ja. Ach so, ja, stimmt. Vorhin hast du auch schon mal Wunden heilen gemacht. Ja, also heilst du ihn nochmal, ja? Wenn es kein anderer braucht? Ja, die anderen sind nimmst okay. Hat zwar auch was abbekommen, aber... ganz kurz, Fahrer kann auch heilen, oder? Ich muss kurz gucken. Ja, dann heil du doch mal. Ich helfe auch nochmal zu viel. Ara, okay. Dann macht Fahrer das jetzt, sie können auch nochmal. Ja, nachdem Fahrer so ziemlich wiederhergestellt ist, willst du noch mal deine natürliche, majestätische Energie auf Turi einwirken? 8. Sehr gut. Dann fühlt sich gut an. Also jetzt fehlen dir nur noch 3 Lebenspunkte. Also das ist schon ziemlich damit gut kann ich leben. Ja. Für deine. Bedanke mich an dieser Stelle. Ah ja, können wir mal den Vogel angucken? Oh, nee, nur noch zwei fehlen dir. Okay. Dann würde ich mir mit meiner neuen Lebensenergie mal meinen Vogel anschauen. 48. Ja, Vogel schlägt. Erschöpft. Tot? Oh, ehrlich? Also beziehungsweise
Du was machst du genau mit anschauen? Fässt du ihn an und so sonst irgendwie? Auf jeden Fall fasse ich diesen Vogel an. Ja klar, ich heb ihn hoch und gucke. Also nicht hochheben. Fühlt sich ziemlich leblos an. Also keine Regung. Ich lege dein Ohr auf seine Brust oder deine Hand. Ich lege meine Hand auf seine Brust und versuche in meinem letzten Slot seine Wunden zu heilen, indem ich seinen Nacken heile. Seinen Nacken. Das sieht mehr so nach was anderem aus. Das sieht eigentlich nicht nach einem Wunder aus, sondern das richtig hier was geknackt ist. Oh, scheiße. Naja, okay, aber jetzt, wir können es noch vielleicht. Was? Wir können den Vogel essen. Das ist hier was anderes. Du hast immer noch Katara. Im Augenblick vielleicht, ich weiß nicht, ob wir eine Lösung haben, aber... Das ist nur ein Witz. Naja, wir haben doch etliche Tränke eingesammelt. Ja. Ist davon irgendwas... Ich habe einen Heilung-Trank. Nee, ist ja nicht. Wir haben diese Getränke da noch. Wir brauchen einen Wiederbelebungstrank. Und einer ist sehr stark. Das ist noch nicht ganz gut, oder? Aber diese Heilungstränke, machen die auch was gegen Brüche? Nicht von dir. Nee. Auch nicht. Ja. Ja, es war ein kritischer Treffer gegen sich selbst. Oh. Und dadurch... Er hat sich geopfert für uns, Leute. Wirklich? Da ich nehme ihn auf jeden Fall mit. Ja, yeah, da braucht ab in die Tasche. Aber wir haben doch etliche Zauberrollen gefunden. Ist da nicht irgendwas Brauchbares bei? Naja, ihr wisst ja noch nicht, ihr kennt ja nicht alle Zauberrollen. Das stimmt, könnte sein. Ich kann auf jeden Fall ist ein mächtigerer Zauber notwendig. Oh doch, vielleicht schon. Der Gott der Belem. Aber nimm ihn mit. Nimm mit. Oh. Ja. Tote beleben kann funktionieren. Tote beleben kann funktionieren, oder? Kann ich dir einen Vogel von Katara tragen? Ist er jedenfalls nicht mehr tot. Der kleine Falke, den großen. Ja, probier mal. Ja, ich brauche den kleinen. Moment, was machst du? Kleiner als Arno. Tote beleben. Hast du, ja? Ja, habe ich. Okay. Ich kann eine Hälfte tragen. Hey. Ha? Aber, du musst den kein Tote beleben. Aber, Moment. Du weißt, was dann passiert, ne? Dein anderer muss dafür sterben. Dann mein Kontroll sozusagen sein. Er ist wie ein Zombie. So. Nicht wirklich. Ja, genau. Nicht wirklich. Das ist, ist blöd. Also hättest du nicht Zombie-Atem. Er ist ein Zombie dann. Es ist nicht Tote erwecken, sondern leben. Ja. Immerhin Zombie. Aber dann. Aber auch nur für eine bestimmte Zeit, nicht für immer. Immer. Ja, nee, komm, pack später. Ein und wir kümmern uns ja später drum. Ja, bestimmt kann Neo Kalibal. Kabal. Kabal. Ja. Kalibal auch. Was? Der kann bestimmt was machen. Ja. Kannst du für die Zwischenzeit Diego nehmen, weil Katara ist ja jetzt weg. Vielleicht kannst du dich mit ihm anfreunden. Schon, wir sind ja schon gut. Ist kalt ersetzt. Aber ob er jetzt nach der ganzen Aktion so heiß drauf ist. Aber ich glaube, er wird sich ja sowieso erstmal jetzt an mich halten, schon die ganze Zeit davor. Genau. Ein bisschen vorsichtiger sein als Ilia jetzt. Ja. Das heißt, du packst Ilia ein, ja, in einen Beutel, ein Tuch und linker Nacken. Hängst ihn dann um dich auf deinen Rücken, ja, oder so ähnlich. Ja. Meinem Perun geht's gut, ne? Der ist gesund und munter, ja. Ich streiche ihn. Okay. So, und ich weiß nicht, was jetzt mit der Schlange noch passiert, die wir da kaputt gemacht haben, aber sie ist durch Ranken an den Boden gefesselt. Das stimmt. Die kann nicht nochmal sich sagen, hey. Aber. Das ist gleichzeitig passiert, wenn sie es umkippt, da vorne durch den Schlag, und dann haben sich ja diese Ranken ergeben, entwickelt und sie festgezurrt. Im Kampf geht sie auch am Boden fest. Das ist krass. Ja. Löst mal deine Ranken. Sie kann den wiederbeleben und dann ist er als Zombie auf unserer Seite, diese fette Schlange. Mit einer Hand. Muss ja noch nicht sofort sein, hat noch ein bisschen Zeit. Ich weiß, der Schock ist tief mit dem Vogel. Naja, die wäre schon praktisch im Kampf gegen die andere Schlange. Ja, aber die greift es ja noch nicht an. Die Wirkung ist aus einer Minute. Das ja, gut, ist vorbei. Runden. Von was? Ja, aber das funktioniert nur auf kleine oder mittelgroße Kreaturen. Oh. Die ist groß. Ah. Schneiden wir die ein bisschen kleiner. Ich habe ja schon ein Arm ist ja schon weg, also eigentlich ist er schon kleiner. Wir können schon ein neues Stück schneiden, oder?
Wir schneiden ein Stückchen. Schon klar. Kopf. Okay, also ich behalte immer noch das Ding im Auge. Wie sieht es denn damit aus? Ja, also die Kreatur ist immer noch im Raum, geht auf und ab. Tür auf, Feuerball. Und hält insbesondere auf und ab, sind wir nicht den ganzen Raum von der einen bis zur anderen Seite, sondern so um den, die Zelle, wo Farahs Vater von euch hinterlassen wurde, bewegt sie sich hin und her, hin und her. Dann würde ich jetzt das mit dem Trugbild mal machen. Das, ja, alle einverstanden, dass das ablenkt und dann können wir die Tür aufmachen und können zum Feuerball reinmachen. Aber können wir die Tür, müssen wir mit dem Spruch aufmachen, ne? Und nicht, wir kommen manuell nicht durch. Wir müssen das ist einfach Free Shirin. Ja, aber ja, nicht, dass jemand das aufmacht und dann explodiert das. Ja. 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 Ich muss mich noch heilen. Ach so. Du heilst dich jetzt. Du heilst dich. Ja, aber stecken. Warte, wir schneiden nicht die Schlange. Ich glaube, wir können ein Stück benutzen. Wir schicken es nicht vor. Ja, bist fast bei minus 3 nur noch vom Maximum entfernt. Okay. Was ist das Cleverer? Ja. Was ist Cleverer? Soll ich so ein fettes Trugbild machen oder soll ich so eins wie ich? Ich glaube, es ist egal, was du machst. Weil ja, aber beim Großen hat er halt Angst vielleicht. Ja, du willst, dass es hingeht. Ja, stimmt. Dann mach dich. Oder ich mach mich und ich. Also kannst ich du die Huan Ti, die Schlange, als Trugbild machen? Oh. Kannst du auch machen, dass die spricht? Nee. Nur visuell. Du willst es hinter ihm in den Raum machen? Ja, das ist an der anderen Seite, genau. An der anderen Tür. Wenn du es hinter die Tür machst und er durch die Tür geht und dann durch die andere. Ich kann nicht durch zwei Türen, das sehe ich ja nicht. Ich muss das sehen. Du packst sie jetzt hier hin. Genau. Wir wollen hier rein. Genau, wir wollen da rein, der steht hier so und ich packe sie da hin, dieses Druckbild. Mich zum Beispiel, hier, wie ich mich ganz schlecht um die Ecke verstecke. Und dann geht er da hin. Und dann können wir von hinten angreifen. Wir sind schon ganz schön weit entfernt. Wir müssen dann richtig schnell rein, leise. Feuerball. Fireball. Alright. Let's go. Ja. Ich würde meinen Bogen in die Hand nehmen. Warte, ich bin in der Zwischenzeit. Ich glaube, ich brauche deinen Dolch. Achso. Ich nehme ein Stückchen Fleisch von der Schlange. Um es damit zu machen. Weißt du, die schmeckt? Mal gucken. Es ist nicht zu essen. Achso. Ich weiß. Es ist um zu bezaubern und schicken vorne von uns da. Okay. Gegen die Hand ein. Okay. Oh mein Gott. Ich hab den Zahn jetzt als Kette um. Okay. Ja, warum nicht? Ist das nicht Regenfahren? Ja. So ein Klunker. Ja. Ich mache einen Zauber. Über diese Stückchen von der Schlange. Auf den. Tote bedenken. Machst du? Ja. Das um ihn vorne zu schicken. Das warum? Geht nicht. Warum? Weil sie eine große Kreatur ist. Ja, aber ich schneide ein Stück. Ein Stück Fleisch funktioniert. Ein Stück Fleisch funktioniert. Kann den Schwanz abschlagen und beleben. Müsst du gehen. Was willst du mit dem? Dann schneid lieber den Kopf ab. Ah ne, da hat er keine Zähne mehr. Nee. Der Kopf kann sich auch nicht so richtig bewegen. Okay. Nee, stimmt. Aber ich hätte mehr Angst vor dem Kopf. Gut, dann macht keinen machen. Sinn. Okay. Mach den Arm, mach den einen gesunden Arm. Dann kannst du mit dem noch schlagen. Ja, gute Idee. Aber gibt es? Ich dachte, beide Arme. Nein, du musst schon komplett sein. Also hier so zerstückeln und dann. So zwei Finger. Jack the Ripper. Oder man macht nur die Hand. Oder die Hand. Haben Schlangen? Hat die eine richtige Hand? Ja, was? Das zwei Arme. Ja, aber es ist ein Menschenhand. Ja, Hand auch nee, nicht. Lang. Warum nicht? Okay. Obwohl, gibt's das? Meine Scary Dance. Außerdem sehr nekromantisch. Also sehr nekromantisch ist eigentlich nicht so das Terrain, was Mystik so unbedingt mag. Ja, also, ich mag nicht, aber jetzt ist es Notfall. Jetzt schon. Nur in Ausnahmesituationen würdest du es machen, aber nicht für solche perversen Mutationen. Okay, also danke, Dungeons Master, genau. Dass du mir auf dem richtigen Weg bringst. Warte, dann gucke ich jetzt das Schlüsselloch und gucke hinten an die eine Ecke von der Zelle sozusagen und projiziere ein Bild von mir dahin, wie ich mich ganz schlecht verstecke sozusagen. Also dass der Typ mich auf jeden Fall sieht, aber dass er denkt, ich würde nicht gesehen werden wollen. Okay, also du machst ein Trugbild, ein lautloses Trugbild von dir. Genau.
Okay, passt ja von der Reihe. Also da, wo die Zelle ist, wo ihr Vater ist, richtig? Ja, ein bisschen weiter weg, damit er weggeht. Okay, das heißt, eine der anderen Zellen, die leer sind dann. Genau. Ja. Mhm. Aber halt in die Richtung, wo sie weg ist, ne? Okay, alles klar, kannst du machen. Also du siehst, schaffst dich noch einmal. Ein bisschen hübscher. Aktion, ein bisschen hübscher. Ja, wie du magst. So zwei Zellen weiter entfernt, auf der rechten Seite, also von dir aus linken Seite, rechte Seite von der Kreatur, linke Seite von dir, hast du dich jetzt erschaffen. Yes. Und jetzt müssen wir und, warte, jetzt wissen wir erstmal, was er macht. Und du... also bewegst sie so, dass sie sie auch sehen kann, oder positionierst sie so, dass sie auch sehen kann, richtig? Dass er mich sieht, aber dass er denkt, ich würde mich verstecken. Schlecht. Ja, das ist so... Genau, dass ich ein bisschen bedruckt bin, als wäre ich zu dumm, um mich zu verstecken. Mhm. Okay, okay, okay. Die bewegt sich, also die Kreatur meine ich, nicht du, sondern dein Abbild, das ist ja da, wo es ist, versteckst dich so ein bisschen ungeschickt oder versucht sich zu verstecken, wirst registriert und du siehst durchs Schlüsselloch, dass die Gestalt sich Richtung dir, also deinem Ebenbild, deinem Trugbild bewegt. Gut. Bewegt sich halt zur Zelle, macht einige Schritte vor, guckt da rein und... kramt irgendwo, merkst du auch, dass sie irgendwie an der Seite kramt. Oder was sucht, zu suchen scheint. Mhm. Der sucht was, Leute. Aber er ist abgelenkt. Let's go. Okay. Bevor wir jetzt losrennen, würde ich auch nochmal das Schlüsselloch gucken, nicht so ein bisschen. Also, weiß ich nicht. Also sucht was und greift gleichzeitig an die Zellentür, also scheint versucht sie zu öffnen. Und merkt auch, dass sie aufgeht, zieht sie so. Also ohne dass man jetzt irgendwie aufschließen muss, die war anscheinend offen. Weil die ist leer und zieht sie gerade auf. Ich muss das im Blick behalten, damit das Trugbild offen, also Dings bleibt, ne? Ja. Aber wenn wir jetzt die Tür aufmachen? Ja. Dann ist er ja trotzdem noch abgelenkt. So. Wieso, was willst du denn machen? Weiß. Wir machen die Tür auf, oder? Sag doch. Ja. Ne? Noch kurz. Sag doch. Schnell, Tür auf. Turiel. Stille will er machen, dann würden wir keine Geräusche machen. Das würde er nicht hören, aber... Wenn du da durchgucken musst. Ja, eben. Aber ich kann ein Spiegelbild von mich selbst machen und dann wir sind frei. Du musst sie nicht die ganze Zeit sehen, also nur wenn du sie nicht bewegen willst und irgendwas machen willst. Ah ja, okay, nee, dann wenn jetzt sie so bleiben, so wie sie ist, dann kann erstmal stehen bleiben. Dann ist okay. Dann würde ich durch die, wie heißt das Ding? Schlüsselloch lupen, mich konzentrieren und in einem Radius bei ihm Stille erzeugen. Dass dort kein Schall durchdringen kann. Ist das ein Satz? Nein. Hm? Nein, ihr wisst, was ich meine. Und? Guter Plan. So, dass wenn wir jetzt angerannt kommen, er uns nicht hören kann. Reichweite müsste 18 Meter sein. 36 passt, ja, funktioniert. Gut. Du musst aber konzentriert bleiben dann, ne? Okay. Ich kann dabei nicht rennen, nicht. Hm? Kann ich dabei rennen, wenn wir jetzt alle los? Ja, also konzentriert heißt, dass du nicht irgendwie einen Angriff machst, einen anderen Zauberspruch machst oder sogar angegriffen wirst. Und wenn du angegriffen wirst, dann dein Rettungswurf misslingt. Okay, aber dann, ich kann meine Waffe ziehen. Das kannst du schon machen, ja. Gut. Okay. Dann ist es jetzt um ihn rum sehr ruhig und er kann auch nichts hören. Okay, und jetzt ist die Tür auf, ne? Ah, vorher das Passwort sagen. Ja, ja. Oh. Ich habe eine andere Idee. Okay. Ich mache einen Spiegelbinder von mir selbst. So, wir sind drei Mystik, drei Duplikate. Und er kann nicht erkennen, welche ist. Clever. Und wir schicken das in vorne. Ah ja, das ist gut. Ach. Aber okay. Erstmal jetzt free, Shirin. Ja. Free, Shirin. So, ich mache den Spiegelbinder. Wie viele? Wie viele? Drei. Drei, okay. Dann muss man würfeln, wie viele kommen? Drei. Drei visionäre Duplikate. Und zwar... Drei müsstest du machen, ja? Aha.
Gut. Machst du. Alles klar, dann machst du drei. Man kann ja, ja auch eben. Und jetzt wir können die Tür aufmachen. Gut, also drei Spiegelbilder, aber dreimal Mystik erscheinen. Ne? Neben euch. Ja. Und du hast das Trugbild gemacht, das ist halt noch da. Jetzt siehst du ja nicht, was weiter passiert. Turil hatte ja reingeguckt und du hast gesehen, dass die Gestalt die Zellentür aufreißt und irgendwie, also das hast du auch noch gehört, irgendwas vor sich hin zischt, zum Beispiel brüllt in die Richtung des Trugbild. Des Trugbild, was da so ist, und auch die Waffe zieht. Man hatte schon die Waffe, aber hier so bedrohlich hinhält. Ja, Leute, ich muss mich mal beeilen. In Richtung Mira 2, sagen wir mal. Und parallel hattest du ja deine Spiegelbilder erschaffen. Was macht ihr danach? Dann wollt ihr die Tür öffnen, richtig? Genau. Ja, ich mache noch einen Feuerball, ne? Aber noch nicht jetzt, erst wenn die Tür offen ist. Ja, genau. Ja, aber am besten stelle ich mich dann vor, deine drei Dinge. Okay. Oder wollen wir erstmal einen dran kommen? Nein. Hm? Und dann kannst du den Feuerball machen? Nee, der Feuerball ist ja dann okay. Erste. Ja, aber wenn sie dann schon den Feuerball macht, dann oder wir können gleichzeitig kommt er an machen. Wir sind da hinten und dann bringt meine Stelle nichts. Und wir können nicht in Nahkampf gehen. Wir können ja auch erstmal rangehen, dann machst du den Feuerball. Nee, dann kriegen wir auch den Schaden. Ja, eben. Ja, das ist gleich wie vorhin. Was wir machen können, wir müssen ja nicht direkt an die Person rangehen, sondern. Nee, aber mach doch ruhig als erstes. Na, oder wir können ja wirklich ein Stück reinlaufen, schon mal ins Verlies. Wir machen die Tür auf und dann sie. Ja, das sind ja nur 5 Meter oder so. Dann kommt er an und wir sind aufgeflogen, weil er merkt, dass wir da sind. Dann greift er halt dann direkt im Arsch. Wir sind 30 Meter entfernt. 30? Das meintest du 30 Meter ist das Verlies lang? Der ganze Raum ist so. Also das heißt, von ihm ungefähr ist auf mittlere Höhe, ja, 15 Meter so, schätze ich. Ja, nee, dann muss ich auch den Feuerball zuerst machen. Ja, und wir können zusammen machen. Ich mache einen Feuerball und du Feuerball. Und er ist ja trotzdem überrascht, weil er den Feuerball nicht kommen, das heißt, er wird straight getroffen. Yeah! Die gehen jetzt davon aus, dass alles ein bisschen kriegt. Okay, also Frischirin, Tür aufreißen. Genau. Ja. Frischirin. Frischirin öffnet die Tür und wer ist jetzt vorne? Ich. Ara. Ara ist vorne. Initiative. Turil hat zwar die Initiative, aber lässt du Aras hervon, lässt du den Vortritt? Bitte sehr. Du kannst an ihr vorbeischießen, oder? Bist du kleiner als ich? Nee. Lieber rechts oder links? Naja, aber ich könnte ja. Ja, und wenn ich. Ja. Nee, mach mal erstmal. Kann ich sie vorlassen dann immer noch? Ja, natürlich. Sie ist auch vorne, aber ich wollte noch wissen, ob du was anderes machst. Go for it. Du hast die Initiative, außerdem musst du auch überlegen wegen deinem Spruch, ne? Ob du den auch schon aufgibst. Ich habe meinen Bogen in der Hand und der Spruch mit der Stille ist auf jeden Fall. Genau, also jetzt musst du auf den Spruch konzentrieren, kannst du jetzt nichts anderes machen, ne? Direkt an. Okay, Ara, du hast die Initiative, Turin macht doch erstmal nichts, konzentriert sich darauf, dass weiterhin Stille ist rund um den anderen Brut von Juan T. Und löst deinen Feuerball aus. Feuerball. Du, ihr seht, wie aus den Händen von Ara sich ein Kegel formt, also ein Ball, ein feurer Ball, so ähnlich wie ihre Odin-Waffe formt und in Form eines Kegels in den Raum reindringt, Richtung der Kreatur und sie umgibt. Und mach mir mal bitte den Schaden. 2W6, ne? Nee, 8W6. Wie bitte? 8W6. 8W6? Hm, also 8. Achtmal? Nee, schon richtig. Achtmal, achtmal und sechser. Achtmal. Die Flammenkugel ist 2W6er. Zwei, ja.
Was hast du gemacht? Feuerball? Oder? Flammkugel. Ach, Flammkugel, okay. Was sagtest du? Feuerball. Wenn wir die ganze Zeit Feuerball sagen. Ja, ja. Okay, 2 und 5. Es zählt noch das Inspiring Call Ding? Welche Runde war das? 10. Nee, ist vorbei, ist vorbei. Oh, das ist vorbei. Muss halt 10 Runden ist schon vorbei. So, sie macht ja Flammkugel, nicht Feuerball. Ja, genau, Flammkugel. Okay, aber ist ja trotzdem cool. Ist ja nicht vor der Tür. Weil das Ofen ist ja auch noch 10. Warum kostet das jetzt? Kostet dich das keine Magiepunkte? Okay, gut. Hast du den Schaden gemacht? Ja, 5. 5 insgesamt? Ja. Ah, also Schaden nicht so cool, ne? Nicht so viel. Aber ist das nicht irgendwie ein Vorteil, weil er gar nichts hören kann? Was macht den Start? Na, es hat mit damit, sie trifft ja. Hm. Es geht um den Schaden, den sie macht. Und ob der Schaden absorbiert wird oder nicht, wenn eine andere Geschichte hat, das damit etwas zu tun. Du machst 5 Schaden. Es macht doch richtig viel Krach, nicht ganz so viel Krach wie ein Feuerball, aber schon gut. Und aber er hört ja nichts. Aber es macht. Okay, du schießt ja in seine Richtung, ne? Ja. So, okay, es macht am Anfang Krach und nachher, wenn sich der Raum so ausbreitet, auch in Richtung. Juan T, da auf einmal hört man nichts mehr. Man sieht nur, dass die Flammenkugel da die Kreatur umgibt, sie in Feuer aufgeht und auch zum Teil, auch was da in der Zelle halt so ist. Ne? Also könnte Feuer fachen. Könnte auch passieren, dass jetzt noch jemand anders geröstet wird. Oh shit. Der Feuer? Der? Der ist doch nicht in der Zelle, wo... Ja, lieber, der ist nebenbei und das Feuer ist ja nur... Wir gucken mal. Gucken mal. Was? Was? Okay, das heißt, du müsstest mal genau sagen, wie weit du den Flammkugel schießt. Also ich kann die bis zu 18 Meter bis schießen. Du musst nicht 18 Meter, genau. Also du musst nicht 18 Meter, kannst. Wie weit soll diese Flammkugel gehen? Also auf jeden Fall die Kreatur treffen. Ja, klar, weiter nicht, hoffe ich mal. Genau. Okay, dann ist alles cool. Okay. Gut. Jetzt bist du dran, Turi. Hältst du die Konzentration aufrecht oder gibst du sie auf? Er wurde gerade mit dem Feuerball getroffen. Ich glaube, er weiß, dass wir da sind. Schon möglich. Er wird die Konzentration aufgeben und mit dem Bogen schießen. Gut, mal sehen, ob du durch die Gitter schießen kannst, weil er ist jetzt drin. Muss gut treffen. Mach dir mal keine Sorgen. 1. 17. 17. Auf Geschicklichkeit noch dazu. Hast du schon drauf gezählt? Nee, soll ich? Also hast du 17 pur gewürfelt? Ja. Okay, dann kommt ja, weil es ja ein Bogen ist, noch eben Geschicklichkeit dazu. Dann 24. Und dein Übungsbonus dazu. 24. Und obwohl er schon ganz gut gedeckt ist durch die Gitter und schwer zu treffen ist, triffst du ihn trotzdem. Also gut gezielt. Nice. Turi, der Pfeil zischt durch mehrere Gitter durch, also mehrere Zellen so. Und trifft ihn so von hinten, weil er gerade auch den Rücken zugedreht hat, weil er sich um Mira kümmern wollte, also um alter Ego von Mira. Hatte schon ausgeholt mit seiner Waffe, die ist auch etwas geschlängelt. Das ist so eine, ja, kein Krummsäbel, sondern an mehreren Stellen gekrümmtes Schwert. Ein Schwammsäbel. Hatte schon ausgeholt und bedrohlich irgendetwas gesagt. Da bombt erstmal eine Flammenkugel ein und kommt auch der zielsichere Treffer von Turits Pfeil. How many damage? Wie viel Schaden hast du angerichtet? Auf den Schaden vom Bogen kriege ich +4 oder +7? Nee, +4 ist jetzt vorbei. Also beziehungsweise nee, +4 von dir, ja. Genau. +4 von dir, ja. Und hier steht noch eine +7. +7 ist nur, wenn du deinen Attack, einen Angriff machst, weil das der Übungsbonus inkludiert ist. Aber okay, auf Schaden, dann habe ich dir dann nicht gezählt. 9 Schaden. Ja. Ein guter Treffer. Jetzt natürlich, nachdem die den Treffer kassiert hat, doppelt, einmal durch die Flammenkugel und auch durch den Pfeil, dreht sich um und ja, erblickt euch. Hm. Ihr seid jetzt in den Raum, zumindest an den Anfang des Raumes, reingestürmt. Zumindest ihr beide seid vorne leicht sichtbar mit
Einmal Pfeilattacke und der Flammenkuchen. Und die Spiegelbilder von. Ja. Ja, die sind ja dahinter. Ja. Also. Die sind hinter Ara. Ja. Ja, genau. Hinter Ara. Ja. Also das heißt, als erstes sieht er euch. Ne? Okay. Ja. Wie weit sind wir denn jetzt circa von dem weg? Na, so ja, 15 Meter würde ich sagen. Okay. Ja, vielleicht ja, so 12 Meter, 12, 13 Meter. Gut. Es war 20, 15, jetzt ist er dran. Das ist Diego. Diego ist auch ganz heiß drauf, ihn abzugeben. Und geht aus dem Zellentrakt raus, also bisschen aus der Zelle raus, stürmt raus und er läuft erstmal in eure Richtung. So, während er läuft, ist Diego am Zug. Greift an auf die Augen, nicht an. Also das heißt, die kommen sich entgegen, weil Juan T läuft ja in eure Richtung und Diego macht es hoffentlich besser als Ivir oder auch eine 1. Eine 2. 2. Hat sich nochmal anders überlegt, ist schon angeflogen in Richtung Kreatur und dann kam so ein Déjà-vu, hat seinen Kumpan vor Augen gehabt, wie er in eine harte Wand gestoßen ist und dieser Muskelbepackte wirkt auch wie eine harte Wand und deshalb dreht Diego nochmal zur Seite um und fliegt erstmal so ein bisschen woanders hin. Okay, die Kreatur hat sich in eure Richtung bewegt, ist aber noch nicht in Reichweite, ist so circa jetzt 3-4 Meter von euch entfernt, also versperrt euch den Weg. Jetzt wäre Mira dran. Ich konzentriere mich auf die Augen. Das ist ja ein Schlangenkopf, ne? Genau. Also Schlangenaugen. Also bis hierhin ist Schlangenkopf. Und der Rest die ist Mensch. Die grünlich leuchtende Augen und der Rest ist so Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Oi. Sollen wir die noch am Leben lassen für dich? Oder? Also aber die Augen brauchst du ja nicht. Also ich ziele auf die Augen mit meinen verborgenen Pfeilen. Genau. Versuche. Ich ziele auf beide Augen mit einer Hand. So. Mit links auf links und rechts auf rechts. Guck mal, was Gutes. 21. 21 triffst. Nice. Bist du ganz dreckig? Okay, Geschicklichkeit? Jetzt bei dem Schaden addieren? Ja, ja. Genau. 8. Ist ja eine Finesse-Waffe. 8 Schaden. Schaden. Schaden, ja. Trifft kurz über dem Auge, so in die Augenbraue hinein, bohrt sich dein Pfeil rein und du siehst wieder so Blut rausspritzt. Es ist auch so grünlich-blaues Blut, irgendwie bläulich-grünlich, so fast schon, ja, adelig nicht, aber merkwürdige Farbe, die Kombination. Und du hast ja auch von aus dem Hintergrund, ne? Also ja, zwischen Ara, zwischen Turiel und zwischen den Spiegelbildern hast du so gezielt und gut geschossen, gut getroffen. Und jetzt ist sie dran und wird einen von euch, die vorne sind, treffen. Mal sehen, ob es Turiel ist oder die gute Ara. Oder die Spiegelbilder. Nee, erstmal konzentriert sich auf die beiden, die direkt vorne sind und. Greift dich an, Ara. Ah, oh Mann. Mich? Und auf dich senzt jetzt erstmal ein spezieller Säbel, dieses spezielle Schwert. Und tot. Nein, nicht tot, aber getroffen. Aber es ist eine gute Rüstungsklasse, aber nicht gut genug für ihn und nicht gut genug für seinen Säbel. Er trifft dich. Und du siehst und spürst, wie sich diese Klinge so in dich hineinbohrt. Sie schlängelt sich, wie so ein Schlangenwesen schlängelt sich hinein und durch deinen Panzer, durch deinen kräftigen Panzer durch.
Schon ein Treffer, der nicht zu ignorieren ist. Der Schaden, der nicht zu ignorieren ist. Aber es haut dich nicht um. Du bist jetzt umso entschlossener, auch diesen aus dem Weg zu räumen, weil das hat nichts mit den drakonischen, den Drachenwesen, den Äxten zu tun, die du magst, sondern das ist für dich eine Missgeburt, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast. Okay, jetzt hat Farah und auch Glim haben jetzt die Initiative, die etwas im Hintergrund waren. Was macht ihr? Ich habe erstmal eine Frage, und zwar, also ich würde gerne diesen Inspiring Call. Achso, ist ja 19, hatte Perun, ne? Ja. Ah, okay. Wieder was machen? Oder? Ja, würde auch angreifen. Müsste er, aber wenn er springen will, müsste er an allen vorbeispringen, müsste er erstmal einen Geschicklichkeitswurf machen. Mhm. Oder er schlängelt sich erstmal durch, unten durch, an euch vorbei. Ginge auch. Ja, schlängelt sich unten erstmal vorbei. Okay, schlängelt sich durch, wieder angreifen. Ja. Dann mach ihn. Ah, okay. Haben wir vorhin gerade übersehen, der 19. 8. 8, das springt vorbei. Aber ich glaube, der hatte sowieso mehr deinen Vater im Blick. Das springt an der Kreatur vorbei, ist einige Meter hinter ihr aufgekommen und könnte sich überlegen, entweder jetzt dann von hinten anzugreifen, wieder zurückzukehren oder vielleicht weiterzulaufen und zu schauen, wie es ja, dem Körper deines Vaters halt geht. Okay. Was machst du? Und ich wollte erst mal eine Frage, weil ich würde diesen Inspiring Call machen, aber ich habe noch Warcry. Ja. Aber ich weiß nicht genau, was da jetzt der Unterschied ist, weil da steht irgendwie 4W4 für alle Gegner, alle Alliierten, Bonus meiner Zahl. Also was ist denn der Unterschied zwischen Inspiring Call und diesem Warcry? Na, hier kannst du den Würfel 4. Bei dem Inspiring Call kriegen alle plus 4 und hier dürfen alle mit dem W4 nochmal würfeln. Ja. Ach so, Elsa, was ist welcher denn? Naja, nee, kann sein, dass du nicht 4 kriegst, sondern nur. Soll ich lieber den 1? Lieber den. Also, Warcry ist, dass du erstmal auch einen Vierer würfelst. Und das kommt sozusagen noch als Bonus drauf auf deinen Schaden. Ich glaube, du würfelst mit dem W4. Und alle anderen, die in der Umgebung sind, die sehen können, dass du also mit diesem Warcry die Kreatur triffst, bekommen auf ihren nächsten Angriffswurf genau auch das als Bonus drauf. Mhm. Also, das heißt, du machst jetzt erstmal einen Wurf, hoffentlich triffst du, dann kriegst du zusätzlich den Schaden, also ein W4. Ja. Und alle anderen, also die es sehen, dass du getroffen hast, kriegen auf ihren nächsten Angriffswurf auch nochmal diese Zahl drauf, mhm, als Bonus quasi. Das ist das erste besser. Ja, wie lange zählt der Bonus bei Warcry? Nur einmal? Ist nur einmal. Ja, das wird zählen. Also ich brülle dann Inspiring Call und mache das wieder auf uns alle. Gut, das heißt, die haben ja 10 Runden lang, haben sie auf ihren Schaden die Plus, wie viel? Plus 4. 5. Achso, ist ein Sechster gewesen, ne? Kein 4, ne? Okay, dann ist es plus 5. Gut, sehr gute Aktion. Also das war jetzt eine Aktion, diesen Inspiring Call zu machen. Ja. Und was macht Glim? Kann Glim in den Nahkampf gehen oder kann er mit dem Kurzbogen schießen? Kurzbogen, weil du ja weiter hinten bist, ist riskant. Könnte sein, dass du einen der anderen triffst. Also ist schwierig. Schwieriger, sagen wir mal so. Nicht unmöglich, aber würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Nahkampf ist Turil, ist Ara im Grunde genommen. Eigentlich sind jetzt alle, Mira ist ja auch im Nahkampf. Also ihr seid ja alle jetzt sehr nah, aber er ist ja an euch rangerückt. Das heißt, es ist eine Reichweite. Du müsstest jetzt nur ein paar Schritte vorgehen und dann wärst du im direkten Nahkampf. Dann versuche ich ihn abzulenken und sozusagen Turil und Ara bei ihrem Angriff zu helfen. Okay, was machst du da genau? So wie machst du meine Flöte und okay, du machst einige Schritte vor und fängst an, auf der Flöte zu spielen. Und wir mal sehen, ob sie darauf reagiert. Also erstmal realisiert sie sich, du kommst ja da zwischen den anderen hervor. Ne? Der Gnome war ja vorher erstmal nicht sichtbar, weil verdeckt durch alle anderen eurer Gruppe. Du kommst jetzt hervor und spielst auf einmal. Und denkt die schon so ein bisschen, guckt erstmal auf jeden Fall in eine Richtung und ist abgelenkt. Zumindest wirkt es erstmal so. Was machst du, Misty? Weil ich wollte jemandem einen Feuerpfeil noch schicken. Das heißt, okay, du kannst an den anderen vorbei so versuchen zu schießen. Ja.
Dann mach das. Du musst einen Wurf machen darauf. Ja. Ein Angriffswurf. In dein Maul. 20er. 19. Du triffst du. Ja. Der Pfeil verlässt deine Hand und facht dann Feuer genauso auch wie vorhin die Flammenkugel von Ara. Trifft ihn und schlägt auf ihn ein. Mach mir einen Schaden bitte, einen 10er. Ist 12, nicht 10er. Nee, ist ein 10er bei dem, bei Feuerfall. Ich hatte 12 Damen, okay. Nee, der. 10. Nice. 10. Gut, sehr schön. Volltreffer. Plus die 5 noch, oder? Ah ja, plus 5. Plus die 5. Ja, ah ja, stimmt. Trifft ihn hier an der Brust, es fängt an zu brennen. Und er ist natürlich voll zornig und wird zurückschlagen. Doch das, was er genau jetzt plant, erfahrt ihr nach einer kurzen Pause.